Hallo allerseits, heute 10. Dezember immer noch und jetzt das versprochene ganz besondere Video unter dem Titel Es ist eine ganz besondere Punkt, Punkt, Punkt. Ja, was ist es denn eigentlich? Das werden wir gleich erfahren. So, und hier bin ich nun. Ich habe heute eine Einladung bekommen von diesen drei Leuten. Das ist einmal Michael und Adi. Adi kennt viele aus alten Videos mit Sicherheit. Und das Thema des Videos heißt heute eine ganz besondere Punkt, Punkt, Punkt. Was ist es eigentlich? Es geht nämlich, ich sag mal, im Leben trifft man viele Menschen. Von der Geburt an, der ist die Familie. Dann in der Schule trifft man Mitschüler, später beim Studium oder in der Berufsausbildung Kollegen, Nachbarn, Bekannte, Freunde oder was auch immer, Beziehungen. Und diese drei habe ich getroffen, ich denke mal, es war 2015, etwa 2016, einige Jahre her. Durch eine ganze Kleinigkeit, in Facebook habe ich mal was zum Verkauf angeboten. Ein Reiskocher und ein Wasserkocher. Und der Michael hatte sich gemeldet, wollte es haben. Und dann kamen die drei zu mir. Adi hat sie hierher geführt oder zu mir geführt. Und Kauf vonstatten gegangen. Und irgendwie war da eine gewisse Sympathie, dass ich mit Adi Laien ausgetauscht habe. Und so sind wir in Kontakt gekommen und geblieben. Adi kennt er ja aus vielen Videos von seinen Arbeiten als Tischler. Er ist ja Tischler, Deutschland ausgebildet. Von der Flüster-Location an der Jomtien Second Road und einige andere Dinge. Und Michael und Moe, wir haben uns eigentlich immer nur getroffen. Ja. Einmal im Jahr, wenn ihr hier wart. Und das ist das, was ich mich frage. Was ist das eigentlich für eine... Immer wenn ich hier bei euch war zu den Partys, fühlte ich mich, als wenn ich zur Familie gehöre. So, aber man kann auch nicht sagen, wir sind Freunde. Freunde ist ja wieder was anderes. Ne? Es ist für mich irgendwie eine ganz besondere Beziehung, Verbindung, die wir haben. Oder wie seht ihr das? Ja, auf jeden Fall. Ja. Klar, allein du hast gesagt mit dem Reiskocher, du hattest das inseriert und ich wollte dich einfach kennenlernen, weil ich so viel schon über Facebook und damals und was weiß ich nicht gelesen habe und gehört und gesehen habe. Und deshalb wollte ich dich einfach kennenlernen. Ja, interessant, dass sowas dann auch so lange hält und Adi wie auch. Ja. Immer wenn was war, wenn er eben sagte, hast du mal irgendwo hier was, Ideen, wie, wo, was? Oder wenn ich jemand getroffen habe, der was brauchte, wie letztens der Klaus, Umbau und sowas alles. Ja, und die Mutter der Kiste natürlich. Wir haben auch irgendwie... Ich hab gefunden, so ein besonderes Verhältnis irgendwie, ne? Ich habe gefunden, du bist verbunden, also wie in der Familie. Ja. Ja, einfach. Ich finde das eben auch als so ganz besondere Beziehung, ne? Das ist familiär und man, bei Freunden, die sagen immer, ja, man muss sich jede Woche treffen oder sonst irgendwas. Muss man ja eigentlich gar nicht. Jetzt haben wir uns 3 Jahre nicht gesehen. Ja. So. Und trotzdem. Wir sind mehr als Freunde. Ja. Die Familie. Ja, ist das mehr oder nicht? Ich weiß es nicht, aber es ist was Besonderes und Gutes. Und deswegen habe ich gesagt, mache ich da mal ein Video drüber. Und vielleicht haben da auch andere Leute mal Ideen, wie das so bei denen in Beziehung, Verbindung so aussieht. Warum, wieso, weshalb hat man da Kontakte zu irgendwelchen Leuten, ne? Ja, schön. Und nun freue ich mich auf den Abend heute. Und schauen wir mal, wann ihr das nächste Mal wieder da seid. Ja, aber deutscher Essen auch. Ja? Ja, 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 ja. Nicht nur Essen, auch Trinken. Und ich habe auch noch was für dich mitgebracht. Oh, immer. Bin ich gespannt. Ja. Also, dann, auf geht's. Was hast du gesagt? Und übrigens, Adi nimmt gerne noch Aufträge an. Er macht alles mit Holz. Ja. Genau. Dankeschön.